Trotz bestem Badewetter ließen es sich die zahlreichen Freunde des mittelalterlichen Spektakulums nicht nehmen, bereits am Freitag zur Eröffnung ins Wäldchen zu pilgern. Besonders Kinder bestaunten die vielen Ritter, Edelleute, Gaukler, Handwerker, Pfaffen sowie Mägde und Musikanten. Heiß begehrt waren bei hochsommerlichen Temperaturen am Freitag kalte Getränke sowie die Plätze im Schatten. Insgesamt verwandelten rund 1000 Mittelalterbegeisterte, darunter etwa 150 ehrenamtliche Helfer, rund 90 Marktstände und fast 50 lagernde Gruppen das Wäldchen.